Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. In der letzten Folge haben wir uns ja während, Mann, im Kampf gegen die Zombies verabschiedet. Wir fahren den Kampf jetzt fort. Momentan sieht es gut aus, ich bin am Gewinnen. Ich bin voll. Goldrutensamen. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt. Ich habe doch irgendwo Geld. Ja, genau. Verlegen und... Ich habe Goldruten... Goldruten-Dingens bei mir zu Hause in der Kiste. Das... Mann. So. Sofort der Kopf weg. Hier ist viel los. Kommst du auch angerannt, Freundchen? Bleib, wo der Pfeffer wächst. Wie der rumläuft, das kann doch nicht sein. Sieht einfach so schlimm aus. So. Da kommt schon wieder so eine Tante. Das kann doch nicht sein. Bin ich so eine Null im Treffen heute? Essen. Okay, die sind im Hotel. Ich bin mir nicht sicher, aber... Es scheint so, als wären da viele Zombies drinnen. Treffe ich den? Ich denke ja. Das war jetzt in die Mauer. Ist er jetzt kaputt? Ich hoffe ja mal. Essen. Zerlegen. Und so. Komm raus, Freundchen. Geh kaputt. Wie viele Pfeile brauchst du? Das kann doch nicht dein Ernst sein. So, endlich. Zerlegen. Machete. Okay, was lassen wir jetzt hier? Komm. Machete. Ich mache noch diesen Zombie hier kaputt. So, ich mache sie kaputt. Und dann denke ich, komme ich am nächsten Tag wieder zurück, denn ich bin wieder voll. Ich kann jetzt eh nichts mehr mitnehmen. Schau einfach mal hier im Gebäude noch nach. Vielleicht gibt es ja irgendwas, das ich noch nehmen kann. Das kann jetzt mal bleiben. Hier ist wieder ein Topf. Zerlegen. Den kann ich ja sicherheitshalber mal mitnehmen. Das lassen wir hier. Das. Zerlegen. So. Medizinschrank. Essen. War das eine Bombe, die explodiert ist? Was ist das?
Oh, ich hab Durst. Trinken. Trinken. So. Ja, gut. Wow, das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Das nehme ich aber auch mit. So. Ich weiß nicht, was ich hier lassen soll, Mann. Miliz. So, das bleibt hier. Ich mache es jetzt mal so. Ich crafte mir neue Pfeile. So. Okay. Ich muss aufpassen. Wir haben 19 Uhr, fast 20. So. Hier schaue ich noch rein. Noch einen Topf zerlegen. Noch einen Topf. Das finde ich jetzt sehr, sehr gut. Geiler wäre es noch, wenn ich jetzt auch eine. Ach komm, nee, das Ei behalte ich mal bei mir. 25 Schmerzmittel, das ist ja auch krass. Lass dich das Blei hier, ich weiß es nicht. Ach komm. Kaffeebohnen. Ich will Kaffee in meiner Bude haben. Dich kann ich scrappen. So. Oh Gott, nee. Darauf habe ich jetzt keine Lust. So, ich würde mal behaupten, das Wichtigste haben wir uns angeschaut. Moment. Okay. Das ist auch kein Ding, kein Wandschrank. Ich will eine Wench. Das nehme ich mir das nächste Mal mit. Oh, das dauert wieder ein bisschen. Aber das verschimmelte Fleisch kann dort bleiben. So. Ulla. Okay. Wir kümmern uns mal erst um sie. So. Okay, was machen wir jetzt? Also das kann ich scrappen. Und die will ich aber holen.
So. Und jetzt machen wir uns nach Hause. Und morgen denke ich, also morgen, in-game natürlich, denke ich, werden wir uns ein bisschen hier umschauen. Los. So, du bist clear. Ja, ich finde, wir haben eine ziemlich gute Beute gemacht, ne? Also, ich bin ganz zufrieden. Und während dieser Nacht, wir haben genug Holz dabei, ne? Holz sieht okay aus. Problem wird Stein. Jetzt habe ich natürlich auch keine Hand frei, dann mache ich das so. So. Ein bisschen Pflanzenfaser mitnehmen. So. So. So können wir uns dann ein paar Äxte wieder leer craften. Während der Nacht. Ich werde es so machen, wie das in der letzten Folge, dass ich die Nacht nicht aufnehme, außer es passiert irgendwas, ja, Interessantes und Spannendes, dass wir Besuch kriegen von einem Zombie zum Beispiel. Ansonsten für den Rest das Craften, wo eh nicht viel passiert. Ich denke, das interessiert euch nicht so wirklich, das zu sehen. Ja, da sind noch ein paar Nester, aber naja. Wir rennen jetzt nach Hause. Es ist bald 22 Uhr. Ich bin wieder außer Atem. Da rennt ein Huhn. Ich nehme noch ein bisschen Stein mit. Da wir eh jetzt an der Hütte sind, haben wir die Zeit. Ja, also ich bin sehr zufrieden, dass wir jetzt endlich den Topf haben. Jetzt werden wir uns was Anständiges zu futtern machen können. Jetzt fehlt uns eigentlich nur die Forge. Eine Werkbank haben wir in der Stadt. Und dann brauchen wir die Ranch und dann kommen wir richtig voran im Spiel. Ich werde mich nur schlau machen müssen, wie, wo, was ich da weitermachen muss. Denn weiter als ich jetzt gerade bin, bin ich noch nie gekommen. Das ist jetzt alles Neuland für mich. So. Ich bin aber ganz zufrieden und stolz auf mich, dass ich das jetzt so geschafft habe. Okay, um 50 höre ich auf und gehe in die Hütte. Ich will nämlich nicht einen Zombie oder mehrere Zombies hier hinlocken. Los, komm schon bitte. Diesen Stein hier noch fertig machen. Eisen, ich will Eisen. Stimmt. Mann, was lasse ich jetzt hier? Komm. Das ganze Eisen. So. Dass mir das nicht aufgefallen ist. So, ich bin zu Hause. So. So. Okay, sehr schön. Was haben wir jetzt hier? So, das kann rein.
Davon behalte ich zwei bei mir. Das kommt in die Kiste. Erhaben. Das hier, das heißt, wir können jetzt anpflanzen. Gott sei Dank haben wir sowas gefunden. Kann ich mehrere? Ne, ein Ding, es reicht. So. Das kommt alles rein. Das hier auch. Das auch. Wir haben 30 leere Gläser. Wir werden da dann auch die an den See auffüllen gehen. Das kommt auch hier rein. Wir haben 41 Münzen, das ist auch sehr schön. Kann ich hier mitmachen. Eignet sich prima dafür, Zombie-Gliedmaßen abzuschlagen und hier auszufeiden. Okay. Klingt ganz lecker. So. Ach. Soll ich mich jetzt schon voll trinken und essen? Ja, ich werde jetzt noch schnell was kochen. So. Jetzt, wo wir es machen können. So. Und dann werden wir das nächste Mal wieder auf die Jagd nach Schweinchen gehen. So leid es mir auch tut, kleine Schweinchen. Aber ich muss halt überleben. Entweder ihr oder ich. Und ich entscheide mich für mich. So. Trinken. Da bin ich jetzt auch voll. Diese vergammelten Sandwiches kann ich eigentlich auch reinmachen. Das habe ich übersehen. So. Das Inventar müsste größer sein. Es müsste viel mehr Platz haben. Es hat schon ziemlich viel Platz, aber es reicht trotzdem nicht. Habe ich jetzt noch was Kleines zu futtern? So eine blöde Dose. Die macht Minus. Habe ich keine Yucca-Pflanzen mehr. Das kann ich zerlegen. Habe ich keine Yucca-Pflanzen? Hatte ich die alle gegessen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe zwei Waffen. Moment. Ausrüsten. Kann ich damit schießen? Hab ich schon Schüsse? Das wäre total krank. Ich habe keine Ahnung. So. Du kommst hier hin. Ich werde das nächste Mal auf einem Zombie ausprobieren. Wie es scheint, haben wir keine Yucca-Pflanzen mehr. Das ist sehr, sehr schade. Aber naja, nicht schlimm. Das kann ich ausmachen. So, ich esse mich jetzt so voll. Das Glas ist leer. So, das war's für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und falls ihr Lust habt und Zeit habt, dann könnt ihr gerne in die nächste Folge wieder reinschauen. Bis dann, ciao.